Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, Kätzchen gibt es wie immer viele in der Arche Noah und deshalb stellen wir in unserer heutigen Folge gleich vier der Samtpfötchen zur Vermittlung vor. Die Katzenmutter kam mit ihren Kindern zu ihrem Schutz ins Tierheim. Nun ist der Nachwuchs aus Mamas Pflege gewachsen und nimmt ihr oft die Ruhe, die sie so gerne hat. Sie ist eine gute Katzenmama, aber irgendwann will man ja auch wieder sein eigenes Katzenleben haben. Die schöne schwarz-weiße Mieze wird auf ungefähr 3 Jahre geschätzt und wurde in der Arche Noah kastriert. Gesucht wird für sie ein ruhiges Zuhause mit Freigang. Die Mutter ist keine wilde Katze und lässt sich gern streicheln, doch zu hektisch mag sie es nicht. Bei einer Einzelperson, einem Ehepaar oder einer Familie mit größeren Kindern würde sich die Mieze bestimmt sehr wohlfühlen. Weil sie die Freiheit kennt, soll sie unbedingt Freigang bekommen, aber in ihrem neuen Zuhause auch ein schönes Kuschelplätzchen haben. Auch ihre 3 Katzenkinder brauchen Reviere, wo sie ein interessantes und schönes Leben beginnen können. Für die 3 soll es ebenfalls ein Zuhause mit Freigang sein. Sie werden im Trio, im Duo oder auch einzeln vermittelt. Wenn Katzen Freigang haben, ist das Leben für sie auch ohne Partner interessant genug. Im Moment sind die im Mai 2018 geborenen Kätzchen mit fremden Menschen noch etwas schüchtern, doch das gibt sich nach einer Eingewöhnungszeit rasch. Katzen gewöhnen sich schnell an ihre Menschen und gehen mit ihnen eine feste Bindung ein, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. So ein kleines Samtpfötchen bringt Schwung in den Alltag und ganz viel Lebensfreude, von der man nie zu wenig haben sollte.